I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. But it's like this, though. I'm tired of folks, you know what I'm saying? Closed-minded folks, you know what I'm saying? It's like we got a demo tape and nobody want to hear, but it's like this, the South got something to say. That's all I got to say. Andre Benjamin, a.k.a. Andre 3000, wurde am 27.05.1975 in Atlanta geboren. Seine Eltern Sharon Benjamin und Lawrence Walker hatten nie geheiratet und versuchten ein paar Monate lang ein ganz normales Familienleben zu führen, als Andre auf die Welt kam. Sein Vater war aber sehr oft fremdgegangen, woraufhin sich seine Mutter von ihm trennte und mit Andre in ein kleines Apartment zog. Doch leider konnte seine Mutter oftmals die Miete nicht bezahlen, sodass sie und Andre mehrere Male umziehen mussten, bis sie letztendlich in den Projects von Bowen Homes landeten. Eine Nachbarschaft, die von Armut geprägt war. Trotzdem sorgte seine Mutter dafür, dass Andre auf eine Schule ging, die in einer wohlhabenden Gegend war. Deswegen hatte er Klassenkameraden, dessen Eltern teilweise reich waren. Und genauso zogen sich die Kids auch ran. Und dieser Style wurde wenig später von Andre übernommen, auch wenn er deswegen von vielen aus seiner Nachbarschaft ausgelacht wurde. Er hörte sogar die Musik, die seine Klassenkameraden hörten, und wurde ein Fan von Künstlern wie ZZ Top, Madonna oder Duran Duran. Doch als er ins Teenage-Alter kam, trat ein neues Musikgenre in sein Leben, und zwar Hip-Hop. Denn umso älter Andre wurde, desto rebellischer wurde er und Hip-Hop war der perfekte Soundtrack für sein Leben. Er machte viel Unsinn und hörte so gut wie gar nicht mehr auf seine Mutter, bis er im Alter von 16 Jahren zu seinem Vater zog und in eine neue Schule eingeschult wurde. Dort lernte er viele neue Leute kennen, die täglich auf dem Schulhof freestylten, woraufhin auch Andre anfing, seine ersten Texte zu schreiben. Irgendwann hatte er genug Texte im Kopf und forderte die ersten Rapper auf dem Schulhof zum Battle heraus. Ein Mitschüler war besonders gut im Rappen, und zwar Antoine Patton. Antoine, aka Big Boy, wurde am 11. Februar 1975 in Georgia geboren. Seine Mutter, Rowena Patton, war gerade mal 15 Jahre alt, als Big Boy auf die Welt kam. Sein Vater, Tony Corsi, musste zum Militär, als Big Boy noch ein Baby war. Deswegen zog er mit seiner Mutter zu Verwandten, wo sie mit 15 Leuten zusammen in einem Dreizimmer-Apartment leben mussten. Sie hatten sehr oft Geldnot, sodass Big Boy schon als Kind Wege fand, die ihm Geld einbrachten. Er veranstaltete zum Beispiel kleine Candy-Partys, als er gerade mal 8 Jahre alt war, auf denen er Eintritt verlangte, Musik spielte und Süßigkeiten verkaufte. Doch leider blieb es nicht bei den Süßigkeiten, denn als er langsam ein Teenager wurde, lockte eine andere Sache mit sehr viel Geld, und zwar die Drogen. Er verkaufte schon im jungen Alter Dope für die Älteren aus der Nachbarschaft und hörte dort auch das erste Mal A Tribe Called Quest, die Big Boy dazu inspirierten, seine ersten Texte zu schreiben. Irgendwann wurde das Texteschreiben fast schon zu einer Sucht und deswegen setzte er sich auch immer mehr mit der Hip-Hop-Kultur auseinander. Seine Tante, die auch eine Musikerin war, lebte in Atlanta und Big Boy besuchte sie fast jeden Sommer. Zu der Zeit war Atlanta einer der Hip-Hop-Hotspots und Big Boy lernte dort sehr viele Leute kennen, die genauso Hip-Hop-verliebt waren wie er. Darum zog er letztendlich zu seiner Tante nach Atlanta. Er wurde in die gleiche Highschool wie Andre eingeschult und machte sich dort sofort einen Namen als Rapper. Er bettelte jeden Einzelnen auf dem Schulhof, doch es gab einen Jungen, der immer mit ihm mithalten konnte. Und dieser Junge war natürlich Andre. Die beiden Jungs bettelten täglich auf dem Schulhof und aus dem Konkurrenzkampf wurde letztendlich eine Freundschaft. Im Jahre 1997 schrieben sie ihre ersten Songs zusammen und gaben sich die Rap-Namen Black Wolf und Black Dog. Als Duo nannten sie sich Two Shades Deep. Sie liefen durch ganz Atlanta und performten überall, wo sie nur konnten und lernten dadurch einen Produzenten namens Rico Wade kennen. Er war der Gründer einer Produzentengruppe namens Organized Noise, die schon lange nach jungen Rap-Talenten suchten. Und so landeten Andre und Big Boy im Home-Studio von Rico. Die beiden schwänzten sogar die Schule und waren jeden Tag im Studio, um an ihrer Musik zu arbeiten, bis die ersten guten Songs entstanden. Da die neue Musik aber nichts mehr mit ihren Namen zu tun hatten, änderten sie ihre Rap-Namen zu Andre 3000 und Big Boy und nannten sich von da an nur noch Outkast als Duo. Outkast heißt übersetzt die Ausgestoßenen, denn genauso haben sich die beiden gefühlt, als sie wochenlang im Studio hingen, um Songs aufzunehmen. Wenig später gaben sie jeden Buchstaben im Namen eine Bedeutung, und zwar Operating Under the Crooked American System Too Long. Sie kreierten ein Demo-Tape und Rico sorgte dafür, dass das Tape bei dem Label La Face Record landete, die Outkast im Jahre 1993 signten. Um das Duo perfekt zu vermarkten, musste Outkast einen Weihnachtssong kreieren, der auf ein Weihnachtsalbum des Labels landen sollte. So entstand der Song Players Ball, der zu Outkast ersten offiziellen Release wurde. Im Jahre 1994 wurde der Song dann ohne Weihnachtsklänge neu released
und konnte sofort auf Platz Nummer 1 der US-Rap-Charts einsteigen. Also machten sie sich an die Arbeit und recordeten ihr Debütalbum namens Southern Playalistic Cadillac Music, das im April 1994 released wurde. Und das Album ist in die Szene eingeschlagen wie eine Bombe. Auch wenn das Album nur in die Top 20 einsteigen konnte, behaupten viele bis heute, dass dieser Release die Geburt von Southern Hip-Hop war. So wurden sie über Nacht zu Stars in Atlanta. Und dadurch wurden die beiden auch langsam selbstbewusster. Vor allem Andre änderte seinen kompletten Lebensstil, wurde Veganer, hörte auf zu rauchen und ging so gut wie gar nicht mehr auf Partys. Doch Big Boy dagegen genoss den Ruhm und machte genau das Gegenteil. Deswegen gab es schon die ersten Reibereien, als sie an ihrem zweiten Album arbeiteten. Doch gerade weil die beiden so verschieden waren, wurde ihr zweites Album anders als alles, was es zuvor in Hip-Hop gab. Im August releasten sie dann ihr zweites Album, das direkt auf Platz Nummer 2 der Billboard-Charts landete. Das Album hatte sich über 300.000 Mal in der ersten Woche verkauft und konnte zweimal Platin gehen. Damit wurde Outkast auch außerhalb von Atlanta zu Megastars. Also setzten sie sich an ihr drittes Album, das im September 1998 erschien und ein noch größerer Erfolg wurde. Sie bekamen sogar 5 Mics beim Source Magazine. Doch neben dem Erfolg hatten sie sehr viel privaten Stress. Big Boy hatte mittlerweile 2 Kids von 2 verschiedenen Frauen, die ihm das Leben zur Hölle machten. Und Andre, der ein Kind von Erykah Badu hatte, lebte auch getrennt von seinem Kind. Diese Situation verarbeiteten sie dann im Jahre 1999 zusammen im Studio und kreierten einen Song, den eigentlich jeder von euch kennen müsste. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Dieser Song wurde ein Welthit und schoss sofort auf Platz Nummer 1 der Charts. Auch außerhalb von Amerika konnte der Song in die Top 10 einsteigen, sodass die ganze Welt auf ihr viertes Album wartete. Im Oktober 2000 erschien dann Stankonia, das erneut auf Platz Nummer 2 der Charts einstieg. Doch dieses Mal konnte sich das Album sogar ein Jahr in den Charts halten und sich über 5 Millionen Mal verkaufen. Sie gewann innerhalb von nur 3 Jahren 3 Grammys. Im Jahre 2002 für den Song Miss Jackson, 2003 für die beste Rap-Performance und im Jahre 2004 für das Album des Jahres. Denn im Jahre 2003 erschien das Doppelalbum Speaker Box – The Love Below, das das erste Mal auf Platz Nummer 1 der Charts landen konnte. Das Album konnte sich über 11 Millionen Mal verkaufen und ist bis heute einer der erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten. Doch das Doppelalbum waren eigentlich 2 Solo-Projekte der beiden, so dass man schon ahnen konnte, dass die beiden sich wenig später trennen würden. Denn mittlerweile hatten sich die beiden fast ganz auseinandergelebt, so dass sie sich nur noch zum Arbeiten trafen. Sie brachten dennoch im Jahre 2006 ihr bis jetzt letztes Album raus, das wieder mal auf Platz Nummer 2 der Billboard-Charts landen konnte. Im selben Jahr standen sie sogar auf Platz Nummer 13 der bestverdienenden Hip-Hop-Musikern mit einem Jahreseinkommen von 14 Millionen Dollar. Doch auch wenn sie einer der bestbezahltesten Rapper der Welt waren, war ihr letztes Album nicht so erfolgreich wie seine Vorgänger. Deswegen entschlossen sich beide auf der Spitze ihrer Karriere dazu, sich auf ihre Solo-Karriere zu konzentrieren und trennten sich. Eine Entscheidung, die viele bis heute nicht nachvollziehen können. Denn seitdem wurden beide nie wieder so groß, wie sie mal waren. Big Boy releaste schon im Jahre 2005 ein Solo-Mixtape, gründete im Jahre 2006 sein eigenes Label und zeigte Rapper, die alle nicht erfolgreich wurden. Im Jahre 2008 versuchte Big Boy dann eine offizielle Solo-Karriere zu starten und releaste im Jahre 2010, 12 und 17 seine Solo-Alben, die alle nicht gut charten konnten. Und leider lief es privat auch nicht besser. Im Jahre 2011 wurde er beispielsweise wegen Drogenbesitzes verhaftet. Im Jahre 2013 brach er sich das Kniegelenk und musste deswegen seine Tour abbrechen. Und im Juni 2022 ließ sich Big Boy leider nach 20 Jahren Ehe von seiner Frau scheiden. Für Andre dagegen lief es ein wenig besser. Er versuchte sich als Schauspieler und war ab den Jahre 2005 in mehreren Filmen wie beispielsweise Be Cool, Vier Brüder oder Revolver zu sehen. Außerdem entwickelte er eine Zeichentrickserie namens Clash of 3000, die von 2006 bis 2008 in der USA zu sehen war. Im Jahre 2008 brachte er auch seine erste Modelinie auf den Markt, die leider floppte, und arbeitete im Hintergrund als Producer mit Künstlern wie beispielsweise Kanye West zusammen. Doch auch er kam im Jahre 2009 mit dem Gesetz in den Konflikt und wurde verhaftet, nachdem er mehrere Male zu schnell gefahren war. Er versuchte weiterhin als Schauspieler aktiv zu bleiben, doch seine Filmauftritte wurden, wie der Fame von Outkast, von Jahr zu Jahr weniger. Im Jahre 2013 verstarb dann seine Mutter und nicht mal ein Jahr später sein Vater, sodass Andre in ein tiefes Loch fiel. Deswegen war er so gut wie nie in der Öffentlichkeit zu sehen, machte jahrelang keine Musik mehr und konzentrierte sich auf sein Privatleben. Vor circa einem Jahr gab Andre bekannt, dass er mittlerweile keine Lust und Energie mehr hat, um kreativ Musik zu machen, so
sodass wir höchstwahrscheinlich nie wieder ein Outkast-Album zu hören bekommen. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass sie sich an der Spitze ihrer Karriere getrennt haben, denn Miss Jackson war einer der ersten Hip-Hop-Songs, die mich unglaublich geflasht haben. Leider war ich noch zu jung, um den ganzen Hype mitzubekommen. Und ich weiß auch, dass dieses Video höchstwahrscheinlich kein Klickmagnet sein wird, weil die meisten von euch noch jünger sind als ich. Doch Outkast ist einer der erfolgreichsten Rap-Duos aller Zeiten und darf auf keinen Fall in unserem Portfolio fehlen. Oder was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, über welchen Künstler ich als nächstes berichten soll. Vielen Dank für jeden Support, jeden Kommentar, jeden Like und wir hören uns beim nächsten Video. Got it.